es ist ja Zeit. Drum lauf, lauf, Baby, lauf. Die Puppe, die mit dir Schlitten fährt, das blonde Gift, das dein Herz verzehrt. Wird Zeit, lauf, Baby, lauf. Schau dich um, alles was du siehst ist dein Problem. Es ist nicht meine Schuld, dass es nicht lief in deinem Leben. Damals fing es an mit Dennis Rappen Representen. Doch mein Mentor hatte plötzlich Konkurrenzdenken. Ich hab es nie verstanden, warum warst du so ängstlich? Wir hätten jeden ficken können, CCN unendlich. Ich hab es akzeptiert, du warst kein Anführer. Du tauschtest unsere Träume ein für ein paar Clan-Brüder. Du hast mich verraten, du nanntest mich Verräter. Dir zu vertrauen war damals schon ein Riesenfehler. Und auf einmal stehen die Gangster vor der Haustür. In dem Moment, wo ich meine Freundin ausführe. Ihr überschreitet Grenzen, die Freundin, sie ist heilig. Und dass sie mich jetzt eine Snitch nennt, ist ziemlich peinlich. Wäre ich eine Snitch, hätte ich Dennis angezeigt. Weißt du noch bei MTV? Egal, das ist Vergangenheit. Doch ich stieg auf, wie Phönix aus der Asche. Mit Beko, mit Dumut und paar Kröten in der Tasche. Ich schulte Zilla weg von Orgi, dann kam SBM. Der Night of Money Records war einfach nicht effizient. Zilla hat Talent, aus Zilla kann was werden. Er musste aufhören zu saufen, um nicht dran zu sterben. Ich ging zu Goofy Tech, ich hab nen Deal, er hat nen Deal. Ich lass die Taten sprechen, andere Rapper quatschen viel. Keiner wollte Jihad deine Chance geben. Darum musste ich Jihad deine Chance geben. Zu dieser Zeit kamen sie alle bei mir angestichert. So wie Mo, Triplick, One und 100 andere Pisser. Das war die Zeit, wo Becko in den Club ging. Gemeinsam unterwegs, ich liebte dieses Club-Ding. Dann kam der Streit und ich musste mich entscheiden. Musste mich entscheiden zwischen diesen beiden Seiten. Ihr könnt euch denken, wie oft bei mir die Kripo war. Und mir erzählte, dass der Anschlag von Bushido kam. Ich meinte nur, ich verweigere die Aussage. Und lief dann weiter, alleine auf der Hauptstraße. Dann rief Bushido an, wollte wieder Bruder sein. Arafat wollte nicht bei Ers guter Junge sein. Ich sagte nein, zwei Alben und dann geh ich wieder. Sieh, du bist für mich, es wurde immer negativer. Ich wollte helfen, machte für Bushido Beats klar. Und Joker F, er war so unloyal wie Pizza. Auf einmal war's so anstrengend mit Flizzy Flair. Und diese Freunde taten so, als wenn sie busy wären. Dann nahm ich Ganji und gründete ein Label. Und auch wegen Bushido ist er heute nicht derselbe. Dann nahm ich Reason als Manager am Sam Store. Er wollte Rapper sein, streckte ihm Gehalt vor.